Wir haben traditionell jedes Jahr einmal Schuleinführung und das ist auch für die Kinder unserer Tafelkunden vorgesehen. Diesmal sind es nur 13 bis 15, sodass das nur im kleinen Rahmen diesmal ablaufen wird. Ist auch der Situation Corona geschuldet. Mein Name ist Anja Krusche, ich arbeite oben im Büro, also versuche jetzt hier Telefonate hier mit zu organisieren, dass das hier für Spenden und alles Mögliche mit reinkommt oder ankommt. Wir haben jetzt einmal hier so eine Tattoo-Station, also für Glitzer-Tattoos. Wir haben hier so extra Bratwürste gemacht für die Leute, die Hunger haben. Ein bisschen was zu trinken gab es, Musik extra zum Tanzen, wer möchte. Ich bin die Nadine, ich bin die Mutti vom Luca und mein Sohn ist ein Schulanfänger und wir sind heute hier zur Schuleinführung. Mir gefällt besonders gut, dass es so eine Möglichkeit gibt für Schulanfänger, dass sie so einen Tag erleben dürfen und dass es alles so toll gestaltet ist. Bedeutet uns schon viel, dass er heute mit hier dabei sein darf und dass er so eine Möglichkeit hat, sowas mitzuerleben. Ich heiße Martin. Ich bin 6 Jahre alt. Luca ist 7 Jahre alt. Ich habe Zuckertüte und noch einen ganzen Kleber und Heft und eine Stiftin. Die Jenaer Tafel liegt im Ballungszentrum zwischen Lobeda und Winsola. Und hier ist ein Treffpunkt für alle Gruppen, die hier in Jena ansässig sind. Also wir haben hier ein breit gefächertes Publikum und die feiern alle Schuleinführungen. Das ist einfach wichtig für uns.